So, jetzt müssen wir nur noch wissen, wie man 1 gegen 1 hier in World War 2 spielt. Ich weiß, aber ich bin noch überlegen, welche Map, weil irgendwie sind halt echt alle noch scheiße für. Wir können auch eine War-Map nehmen, wenn du Bock hast. Nee. Wir können Gustav kennen und dann irgendwie so Only Pistol oder Only Sniper oder so eine Scheiße machen. Ah, kann ich beides nicht, ist gut. Ja, Pro Macy ist dann schon mit Karte an, ne? Okay, ja, okay, dann bist du halt gebüfeiert. Ja, darauf habe ich auch keinen Bock. Die ist da, dass ich den zum Null drücke, oder? Ja. Okay, gut. Ja, ich will halt nicht, weißt du, deine Hoffnung irgendwie zerstört. Minimap Sweeping, ne? Wischend. So wie ich dich Lappen über die Map wische. Was? Welche Map willst du? Minimap Sweeping, also das ist immer so wie UAV-mäßig, glaube ich. Das nee, ist da mach schon konstant, Alter. Sicher? Hast ja. du Angst? Hast du Angst? Okay, komm. Sweeping? Ja, ich wisch dich weg. Nee, das ist jetzt mein Spruch. Pre-patch. Soll ich mal aus meiner Perspektive auch aufnehmen, oder? Das ist zu viel Arbeit. Leitest du dann bitte auch ins Video, damit jeder weiß, wie scheiße Frau ist. Nein. Das weiß doch keiner. Ey, ohne Schnellfeuer und so eine Scheiße, gell? Ohne Schnellfeuer, ohne Großkaliber und ohne Vollmantel geschossen. Machen wir Gentleman Agreement. Ja, genau. Ohne Wächter. Ich schick dir kurz die PDF-Datei und unterschreib dann ohne Wächter. Ansonsten wirst du geboxt. Ah, das ist überhaupt. Ach, du bist so tot, Alter. Du bist so tot. Meinst du echt, ich werde schlecht jetzt sein, oder? Klar. Klar, Digga, du hast keine Chance. Höchstens drei Kills. Ah, ich glaube, ich hab gerade eben bei Cookie im Livestream gesehen, ne? Die eine Waffe war richtig geil, glaube ich, die er gespielt hat. Aber die spielt. FG42. Ja, aber ich spiele mit der sowieso nicht so gerne. Gut, das hätte ich lieber nicht erzählen sollen. Sei dann bitte nicht böse, gell, wenn ich dich komplett fick. Platz dann auch trotzdem. Hoch, nee, bin ich nicht! Ja. Nee, ich glaube, ja, du wirst zerstört jetzt hier. Bitte schneid es rein. Bitte schneid es am Anfang rein. Okay, bist du oft eingestellt, abgehobenes? Okay. Nee. Hab ich dich in der FL? Warte. Cookie, ich sag doch, du bist abgehoben, Alter. Nee, dich kann man nämlich nicht adden. Adde mich mal. Wahrscheinlich, ich hab mehr Abonnenten als du, also adde du mich. Real Amex. Offizielle PlayStation-Regel, derjenige, der famous, darf geaddet werden. 21 Mutual Friends. Warte. Ich glaub, da steht sogar, dass ich dich geaddet hab. Warte. Cancel Friend Request. Du hast mich nicht angenommen, du. Ohne Scheiß jetzt? Ja. Geil, ich bin der Beste, Alter. Gut, cancel mal bitte, weil sonst bin ich sehr leid runterscrollen. Dann adde mich bitte mal. Komm jetzt halt deine Fresse. Ich schwöre, ich kann nicht runterscrollen. Wenn ich dich jetzt runterscrollen, dann können wir morgen aufnehmen. Ich hab gesehen. Hast du gesehen? Ja, ich nehme dich an. Okay, gut. Ey, warte. Ich hab. Du hast auch mit Elotrix gespielt, scheiße, ne? Also, wie viele Freundesanfragen hast du? Ich hab sogar Handynummer von Elotrix, was hast du? Was? Ich hab sogar die Handynummer von Elotrix. Ja, ich hab ihn nur noch bei PlayStation, da folgt mir auf Twitter, aber. Wen hat er für sein Zielos-Team genommen? Dich oder mich? Den mit den meisten Abonnenten, ja. Wie viele Freundesanfragen hast du, ne? Komm raus. Zeig mal. Wie viele Freundesanfragen hast du? Ja, warte, sag als erstes, komm. Aber wie kann man schauen? Ich weiß gar nicht, wie man schauen kann. Auf Friend Request, dann ist ja, okay. Ich hab auf jeden Fall mehr als du. Komm, sag. Ich hab 831. Gut, also, wie schaue ich dir bei? Krass, du hast echt mehr als ich. Hab nur 680, glaube ich. Aber ich tue ja praktisch, ja. Das macht mich glücklich. Herzlichen Glückwunsch. Versuch mal den Mode irgendwie zu. Lad einfach ein, Digga. Ich bin YouTuber. Soll ich irgendwie eine Challenge, damit es ein bisschen leichter für dich wird, ohne Ton spielen? Halt's Maul, ich gewinne ja eh. Also. Ey, das wird witzig, das wird echt lustig. Okay, komm, starte. Nee, warte. Starte, ist mir egal, du kannst bis 100 machen. Ich fick dich. Fick dich, okay, jetzt geht jetzt los. 11, 10, 9, 8. Aber willst du nicht eigentlich irgendwie das Video so starten mit, hey Leute, was geht ab? Ja doch, ho ho ho, meine lieben Rentiere. Und das hier ist das erste kleine Türchen. Okay, scheiße, komm, ich fick dich einfach schnell. Ich hab gar nicht viel Zeit für dich, Digga. Überweis mir bitte nachher die 500 Euro, dass ich hier das Video mit dir mache und dann bringen wir das schon hinter uns, okay? Okay. Ja, also Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Unser heutiger Gast, der erste Gast, ist ex-famer GTA-YouTuber. Mittlerweile macht er hauptberuflich Snapchat-Stories. Stell dich doch mal vor, für die Leute, die ich jetzt nicht kenne. Mich kennt ja jeder, Digga. Ich hab dich groß gemacht. Also ich weiß ja nicht, wie viele Freundesanfragen hast du denn bei PlayStation? Warte, wer kennt hier wen? Nochmal. Komm, reden wir erstmal über die wichtigen Sachen, die Abonnenten. Okay, Leute, es geht los. In 3, 2, 1. Jetzt legt er sich hin. Nee, doch nicht. Ja, komm. Geh, sit down, Bitch. Komm. Leute, das fängt vielleicht. Leute, ich bin nicht eingespielt. Die 1000 Bots wurden noch nicht erreicht heute. Okay. Aber ein Bot habe ich jetzt ja. Tot in 3, 2, 1. Guck, ich hab's doch gesagt, ich bin tot. So, okay, Bar, du spielst auch die Bar, okay. Ja, schlauer. Ich verliere nicht gegen den Kobold, Digga, das ist unmöglich. Komm her. Alright, den musste ich bringen, tut mir leid. Ups, oh, komm, push mich.
Da war die Waffe natürlich. Das ist natürlich bitter, lieber Marc. Nee, also ich will mich jetzt natürlich wirklich mal vorstellen. Mein Name ist Elias. Ich heiße auf Snapchat Elias-COZ. Und das war's auch schon. Also Leute, wenn ihr Z Charles auf Snapchat habt, dann braucht ihr den gar nicht SN. Weil Leute, da seht ihr nur wieder. Gut, dass du mich mit einer Zweitwaffe pusht, Digga. Das ist auf jeden Fall taktisch sehr schlau. Leute. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Die wir spielen natürlich mit Nades und so, ne? Also ist egal, einfach nur töten. Okay, dann packe ich auch gleich meine Streaks raus, das ist okay. Wie im, im wirklichen Weltkrieg. Oh shit, okay. Ich will es ja schon spannend machen, weil sonst kann Max das Video nicht auf 10 Minuten strecken, wenn ich ihn jetzt sofort schnell einen Quickfuck gebe. Ja, deswegen haben wir auch unlimited time. Genau, und deswegen geht es auch bis 30. Das ist gut, Elias. Wie viel Werbung haust du rein, Digga? Ich weiß noch nicht, ich wollte dich eigentlich jetzt überraschen und stolz machen, indem ich dir sage, dass ich heute von YouTube zur Monetarisierung zugelassen wurde. Seit heute? Ja. Das ist also praktisch so ein Special heute. Ja. Endlich verdienst du mal Geld. Herzlichen Glückwunsch. Das der kapitalistische Weihnachtskalender, Leute. Heute okay, jetzt komm her. Ich habe keinen Bock mehr auf dein Gelaber. Jetzt lass uns mal kurz beenden hier. Komm, challenge mich nochmal, bitte. Nee, das war mir gerade. Huch! War scheiße. Links ist die Karte, gell? Du kannst es sehen, wenn ich komme. Ja. Nur so als kleiner Tipp. Ich weiß, du bist ja ziemlich neu in COD. Wie lange spielst du schon Call of Duty? Ich spiele Public schon seit MW2. Und du? Seit Advanced Warfare? Ich glaube, die Verbindung ist gerade abgebrochen. nee, ich spiel seit MW3. Ich weiß nicht, ob das trauriger ist oder ob das... Nee, ich glaube, das ist in Ordnung, oder? Du hast 2 Jahre mehr Erfahrung. Ich weiß gar nicht. Ich musste mich einfach darauf konzentrieren, dich zu töten gerade. Ja, Multitasking ist nicht... Tut mir leid, ich bin nicht so eine Frau wie du. Du bist tot in 3, 2, 1. Wechselt er da seine Waffe? Hat er seine Klasse geändert? Nur Leute, die wissen, dass sie verlieren werden, wechseln die Klasse. Regel Nummer 1 in COD. Die Leute, ich stell... Ja und? Jetzt komm, push mich, du Hund, Alter. Wie gefällt dir das? Das war scheiße. Weißt du, was ich gerade mache? Hörst du das? Hörst du es? Komm, bitte mach den Game-Sound an dieser Stelle besonders laut. Oh ja, ich glaube, der Elias braucht nämlich nur ein paar Kugeln, weil er einfach das Baba-Aim hat und ich... Oh, scheiße. Und bye-bye. Komm, mit deiner Waffe, das ist doch Digga. Scheiße, das ist doch schön, scheiße. Oder? Das ist schön. Nee, das ist provoziert. Komm, über die Brücke, Digga, komm. Du, hau dich. Hey, keine Nades! Okay, ich mach echt die Regeln, glaube ich. Naja, ist egal. Jetzt komm mal her. So. Kommst du da? Schön. Okay. Du willst... wir können ein MP-Battle machen, das ist kein Problem. Weißt du, Max ist so einer, der spielt Rotpunkt-Visier auf einer verkackten MP. Das zeigt doch eigentlich schon, was das für ein Mensch ist, Leute, oder? Leute, ganz ehrlich, P90 in MW3 mit Rotpunkt, overall beste Waffe... Call of Duty. Mach bitte den Klassenguide. Ich meine, jeder, der das 1+1 hier sieht, der wird an dich glauben und der weiß einfach, dass du Ahnung von dem Spiel her hast. Komm, push mich, Max. Trau dich, komm. Do it for the likes. Leute, lass es gleich da, wenn ich jetzt sterbe. Jetzt hast du kein Like mehr da. Jetzt geht ja mich auch alle auf Snapchat adden. Wie schon gesagt, Elias. Oh fuck. Das war Verwirrung. Scheiße. Das war alles geplant. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer gewinnt. Und jetzt hoffe ich mal, dass es klar ist, wer gewinnt. Also jetzt schränke ich mich mal an, okay? Guck mal, das nennt man übrigens Pre-Fire. Soll ich dir das erklären, was Pre-Fire ist? Ja, doch. Nee, ich weiß das schon. Spiel. Weißt du? Okay. Seit MW3. Ja. Okay. Huch. Ja. Das frage ich mich auch, wie das passiert ist, Digga. Wir können auch gerne so Cringe-Reactions immer machen, wenn man stirbt oder sich anstrengt oder so. So wie bei allen 1 gegen 1, wenn du möchtest. Wie bitte nochmal? Also wenn du jetzt zum Beispiel getötet wirst, oh nein! Ja, okay, dann fangen wir damit jetzt an, Digga, weil du bist halt absolut immer sterben. Oh mein Gott, das wird so spannend jetzt, Leute. Epische Musik, Cop-Break, Free-Einbett. Ah, scheiße. Get fucking shit. Also ich sag jetzt, du machst keine Kills mehr. Ab jetzt 0 Kills. Zero, Digga. Zero. Das war eine gute Nate, das musst du zugeben. Das war die klassische Amix Nate. Guck mal, wie er im Hacklitch sitzt und trotzdem einfach den Kampfshot ins Gesicht bekommt. Aber nachdem du da schon standest, Digga. Oh, da will er jetzt aber, jetzt will das wissen. Jetzt komm, push. Soll ich pushen? Huch, ich hab nicht ganz woanders vermutet, echt. Ja, guck mal, das ist halt der Nachteil, wenn man rote Haare hat. Da ist einfach alles ein bisschen langsamer. Gute Nate. Auf jeden Fall, Digga. Schaut nur so circa 20 Meter daneben. Das war nicht schlecht, da muss man ruhig mal ein Like da lassen auf das Video für den Kerl. Jetzt bist du tot. Oh, okay, Max, nein. Hör ich da die 100 Headshots, Tarn?
Das war scheiße. Das ist natürlich bitter jetzt. Okay, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, ne? Wie viele Matches ich gegen die YouTuber und die ganzen Leute, die ich jetzt hier so beim Adventskalender habe, wie viel Matches werde ich gewinnen? Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass du nicht gegen Fabian spielst, dann wirst du keins gewinnen. Grüße gehen raus. Oh, da hat er getrapshottet. Ja. Woher weißt du denn, was Dropshotten ist? Ja, um die Frage zwar ehrlich zu beantworten, wenn du 24 Videos machst, 24 1 gegen 1, was ich natürlich sehr toll finde, muss man hier mal gesagt haben. Dafür kann man mir ruhig mal auf Snapchat folgen. Oder über meinen Amazon-Link kaufen. Oh, das ist natürlich jetzt... Guck mal, ich wäre einfach der Bessere von uns. Ich glaube ja an dich, du weißt ja, ich bin überzeugt davon, dass du nicht ganz so scheiße bist, deswegen sage ich, du wirst 2 Matches gewinnen. Okay. Wenn du mehr als 2 Matches gewinnst, hast du die Ehre, nochmal gegen mich zu spielen. Und dann musst du mir sogar kein Geld überweisen, okay? Dann mache ich das wieder freiwillig. Also ein Free-Video mit Elias Haralambidis. Dann kannst du Ex-GTA-YouTuber in den Titel schreiben. Dann probierst du voll mal deine 5 Matches am Tag. Genau, das Wett ist da. Oh, das war natürlich nicht schlecht, ja? Oh. Da kann man. Oh! Ja. Komm, brauch schon noch 9 Kills, dann bist du mal so ein bisschen gut wie ich. Komm, wir machen es mal ein bisschen spannender, okay? Spielst du noch mit Pistole, also mit der Zweitwaffe. Nee, das ist scheiße. Nee, das ist doof. Komm, Max, anstreng hier. Mann, die Waffe habe ich noch nicht gespielt. Sonst geht die 10-Minuten-Marke nicht, Digga. Du musst jetzt schon ein paar. Weißt ja, du brauchst die 4-Monetarisierung und deswegen will ich dir ja auch ein bisschen helfen. Komm, Max. Ich bin irgendwie scheiße. Ich kann mich nicht gleichzeitig auf diese Minimap konzentrieren und gucken, wo du. Weißt. Schade. Du kannst nicht besser mit der zweiten Waffe sein. Ich bin gespannt, ob du das Video trotzdem hochladen wirst, obwohl du hier gerade durchgenommen hast. Drei Kills. Oh. Was? Oh, damn. Oh, boy. Das, okay, scheiß auf Sniper. Nein! Okay. Wo bist du jetzt? Ja, wo campt der kleine Max? Das ist doch kacke, das ist doch scheiße, doch 2 Kills, das ist nee. Guck mal, jetzt musst du halt schon. Komm, sehr schön, Max, komm. Das hast nicht Max. Mal geschossen. Max, bitte alle mal Max in die Kommentare schreiben als Motivation. Okay, mein Freund. Alright. Okay. Nee, alles cool. Alles cool. Alles flott, die Karotti, Digga. Du bist tot in 3, 2, 1 jetzt. Ah, du bist da hinten, ne? Yeah, buddy. Hi, yeah. What's up? Tot? Gehst du gerade weg? Ja, so ein bisschen. Nur ein bisschen. Digga, ich hab inzwischen. Jetzt pass auf. Oh, jetzt ist Zweitwaffe hier. Okay, komm, dann machen wir es so. Also, da kenne ich nichts. Will der mich hier locken mit der Sniper und dann die Zweitwaffe? Okay, final kill, gell? Ja. Okay, da will ich dir den Nosecope jetzt natürlich reindrücken. Oh, nein, nicht so, komm. Nicht. Ei, Karamba. Okay, er macht den ultimativen Charlie-Move. Nee, ich bin konzentriert. Okay. Bevor er jetzt denkt, dass er noch. Ich will ja ihm jetzt keine Hoffnung geben, weil sonst. Okay. Nee, jetzt muss es noch ein No-Scope werden. Komm, nein. Wie ich dann gesagt, meine Freunde, Snapchat Elias_COZ. Add mich dort einfach. Wie, das ist jetzt nicht die Quick-Cam. Wie kannst du feine Kill werden? Guck, zack, ich muss jetzt noch eine Cringe-Verabschiedung machen. Nee, ich kann nicht verstehen, du bist halt ein bisschen deprimiert. Max wird jetzt erstmal einen halben Monat nicht mehr mit mir sprechen. Ja, so wie sonst eigentlich auch immer. Also, Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Auch wenn nicht, gebt einen Daumen hoch. Und ich überlasse, das ist jetzt das Cringe-Ende. Ich war jetzt Elias, das Schlusswort. Nein, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Warte, fuck, jetzt habe ich das. Locker, du bist jetzt reinkarten, weil es richtig crunch ist und du jetzt. Ach, du kleiner Wichser, Alter. Karte das bitte nicht rein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Komm, ich verlasse dir das letzte. Nee, ich will es schon haben. Nee, jetzt ist scheiße. Jetzt weiß ich nicht, was ich sage. Ich bin einfach voller Adrenalin, weil ich dich gerade abgezogen habe. Es tut mir leid. Und im Endeffekt wollen wir doch beide dasselbe. 10.000 Euro für eine Stunde meiner Zeit. Sind es weniger, kommen wir auf keinen grünen Zweig. Na, ich fühle mich gut und das lobe ich mir. Wie eine Rolltreppe geht es jetzt nach oben bei mir.